Petrus, du bist es. Wie verschwunden. Das gibt's doch nicht. Ja, natürlich, ich komme sofort. Und? Gibt es Hinweise? Es wurden Spuren gefunden. Landenburg. Petrus, hol schon mal den Wagen. Hallo? Hallo, aufmachen! Bist du da? Nur beruhig dich mal, der wird schon nicht da drin eingesperrt sein. Guten Tag, wen suchen Sie denn? Das dritte Ausrufungszeichen. Also wir sind Petrus und Bartholomäus, also Bart von den drei Ausrufungszeichen. Und seit einigen Tagen ist unser erstes Ausrufungszeichen Justus Jesus verschwunden. Und da er sich sehr gerne in Kirchen aufhält, haben wir gedacht, dass er vielleicht hier sein könnte. Sie müssen wissen, die Kirche ist gerade momentan geschlossen wegen Bauarbeiten. Also da kann er nicht drin sein. Da oben! Von da oben sieht man höchstens Karo. Da ist die nächste Kirche. Vielleicht ist er ja da, in Karo. Ein Versuch ist es wert. Na, guck mal. Zumindest eine schöne Erinnerung an unseren letzten Abend, oder? War ein schöner Abend, wa? Mhm. Also, ich meine, bis zu dem Moment in dem Garten dann halt. Ja. Wie du wieder guckst hier auf dem Bild. Aber hier ist er auch nicht. Vielleicht ist er ja im Buch. Wofür stehen die drei Ausrufungszeichen? Die Ausrufungszeichen stehen für das Wunderbare, das Erstaunliche und das Schöne in dieser Welt. Also, euren Jesus kann ich euch auch nicht zeigen. Aber ich habe doch ein sehr erstaunliches Taufbecken hier. Guck mal, immerhin noch eine Spur von ihm. Schließlich hat er uns doch gesagt, dass wir taufen sollen. So erfrischend. Schön. Wo es auch sehr schön ist, in Schönerlinde. Habt ihr es da schon mal versucht? Musik.
Jesus! Jesus, bist du hier? Warum hast du uns verlassen? Jesus! Das war ein schrecklicher Tag. Ja. Aber es war auch nicht der letzte Tag, den wir mit Jesus hatten. Stimmt. Und die Zeit davor war wirklich großartig. Allein die ganzen Geschichten, die wir mit ihm erlebt haben und die er erzählt hat. Manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt überall dabei gewesen bin oder ob es vielleicht sogar noch mehr Geschichten von ihm gibt, die ich noch gar nicht kenne. Das würde mich wirklich interessieren. Ich kann ja mal kurz im Internet recherchieren, ob es hier noch Geschichten gibt von Jesus. Kollege, ich glaube, ich habe eine Idee. In der Mühlenbecker Dorfkirche vermutet man erst einmal nichts Besonderes, wenn man sie von außen sieht. Aber wenn man hineinkommt, dann sind dort an allen Wänden Bilder gemalt von Kurt Dittebrand. 1937 hat er sie gemalt. Die Geschichten, die uns Jesus erzählt hat, die werden wir sicher so schnell auch nicht wieder vergessen. Ja, ich erinnere mich genau, als wäre es gestern gewesen. Und in jeder dieser Geschichten leuchtet ein Stück von Jesus auf. Das haben Sie aber schön gesagt. Eine Frage hätte ich noch. Können Sie uns auch sagen, wo wir Jesus vielleicht selber finden können? Oh, Jesus. Also, hier ist er im Moment gerade nicht, aber vielleicht ist er Ihnen ja auch schon voraus nach Schildow zum himmlischen Jerusalem. Na dann können wir doch mal dahin fahren, oder? Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Oh, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was für eine schöne Kirche, wa? Aber wieder kein Jesus hier. Naja, dafür haben wir doch ganz schön viele Spuren jetzt von ihm gefunden, oder? Ja, immerhin etwas. Und Jesus hat gesagt, dass man auch mal hinter die Dinge schauen soll und vielleicht mal nach oben. Nach oben in den Himmel. In den Himmel? Schau mal da. Ob das so sein wird, das Leben in der kommenden Welt? Das klingt fast wie ein Glaubensbekenntnis. Sag mal, vielleicht kommen wir so ein bisschen weiter. Was steht denn noch im Glaubensbekenntnis? Gestorben, da hatten wir das Kreuz in schöner Linde. Und danach kommt begraben. Aber es gibt ein Grab. Ja, wo denn? Also eine Grabplatte. Vom alten Grumko in Blankenfelde. Na hier. Na dann, das ist mal schnell dahin. Mach mal.
Was machen wir jetzt hier vor diesem Stein? Ich überlege gerade. Gibt es da nicht so einen Satz mit hinabgestiegen? Hinabgestiegen das Reich des Todes, natürlich. Vielleicht müssen wir mal unter die Erde schauen. Ja. Und wo geht's hier nach unten? Ich habe draußen eine Treppe gesehen. Mensch, Petrus, hier könnte es sein. Wahnsinn. Warte mal, Kollege. Ich habe da eine Lösung, die ist zwar nicht ganz legal, aber... Nur das mit dem Es werde Licht klappt noch nicht so ganz bei uns. Außerdem glaube ich nicht, dass Jesus hier in diesem dunklen, staubigen Keller ist. Ah, nur sei doch nicht so ungeduldig. Angeblich soll es ja hier einen Geheimgang geben nach französisch Buchholz. Das ist dann aber auch der letzte Ort, an dem wir Jesus heute suchen. Ja, schon gut. Aber dann haben wir wenigstens etwas Neues entdeckt. Einfach fürs Archiv. Warte mal, Kollege. Was ist denn das hier? Ah, die Bundeslade. Oh, das Bernsteinzimmer. Oh, Petrus, beeil dich. Tante Mathilda wartet sich ja schon mit dem Abendessen auf uns. Der Heilige Gral. Ups. Oh, ich setze mich mal hier auf den Mauervorsprung. Bart, du hast den verborgenen Durchgang entdeckt. Los, Kollege. Oh, wir müssten schon längst im französischen Buchholz sein. Hey, guck mal, da drüben, Licht am anderen Ende des Tunnels. Au, mein Fuß. Wieso liegt hier auch ein Koffer rum? Lass uns mal vorsichtig nachsehen. Immerhin war in dem Koffer noch etwas Osterlicht. Wie das wohl da reingekommen ist? Wie wir wohl hierher gekommen sind? Total verrückt. Du meinst entrückt? Wie konnte das bloß geschehen? Naja, wir sind ja jetzt nicht bei den drei Fragezeichen, sondern bei den drei Ausrufungszeichen. Und so ein Osterlicht, das will ordentlich bestaunt werden. Und wo ist Jesus nun? Also, meinen Recherchen zufolge ist er nach dem Abstieg in das Reich der Toten und der Auferstehung zum Himmel gefahren. Vielleicht von einem dieser 8 hohen, wirklich hohen Kirchtürme, die wir heute besichtigt haben. Petrus, selbst wenn wir die alle aufeinander stapeln würden, die würden doch nicht bis in den Himmel reichen. Vielleicht ist ja auch gar nicht dieser Himmel da oben gemeint. Wie meinst du das, Petrus? Wir haben so viele Spuren von Jesus gefunden. Er ist zwar im Himmel bei Gott, aber auch noch hier bei uns. Er ist nicht in einer Kirche oder an einem Ort. Er ist überall. Auch
bei uns beiden. Kombiniere. Der Himmel fängt also direkt auf der Erde an. Dieser Satz verdient wahrhaftig 3 Ausrufezeichen. Womit wir auch in dieser Hinsicht wieder komplett wären. Meine Kirche, was wollen Sie hier? Genau, ich soll keine. Wo es auch ganz schön ist, in Schöner Linde. Habt ihr es da schon mal versucht? Nein, selbst wenn man die aufeinander baut, reichen die doch nur bis, naja, also auf jeden Fall nicht mit ganz bis in den Himmel hinein. Thank you.